Was geht YouTube und Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem 87 Plus Basis oder FIFA World Cup Hero Pack Player Pick 1 von 3. Ja, schauen wir mal, was es wird. Gucken wir mal, schreibt in die Kommentare, was ihr aus dem Pack gezogen habt, wenn ihr das gemacht habt. Und ja, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ich hoffe natürlich auf was Geiles, so einen richtig krassen Spieler. Es gibt Al-Uwaidan, es gibt Yaya Touré, es gibt Ginola, was gibt's noch? Also Rudi Völler, was weiß ich, Lucio, wäre alles krass. Gucken wir mal, ob es was wird. Ja, ich gehe rein, ich mache die Augen zu, ich mache einen R3-Pick. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1, let's go. Komm schon, Augen sind zu. R3 und der erste Spieler ist... Oh, Mario Gomez. Eine Nicht-Hero-Karte. Das habe ich aber auch lange nicht gesehen. Dass ich... Also bis... Ich habe, glaube ich, immer nur World Cup Heroes gezogen aus diesen Picks. Das ist das erste Mal, dass ich eine Hero habe. Aber hoffentlich... Hoffen wir mal, dass da ein paar World Cup Heroes dahinter sind. So, Pick Nummer 2 ist... Nakata. Na, den will ich nicht. Den hatte ich schon mal. So, und der letzte ist... Also bis jetzt nicht so eine gute Auswahl. Kiwul. Oh Gott. Den hatte ich auch schon mal, aber sogar seine World Cup-Version. Ja, ist absolut kein guter Pick, würde ich sagen. Aber Mario Gomez nehmen wir jetzt mal mit. Nakata hatte ich schon mal. Auch wenn Nakata wahrscheinlich besser ist. Ja, den hatte ich schon mal. Deswegen nehme ich jetzt mal Mario Gomez mit. Gucken wir mal. Wird wahrscheinlich nicht im Team spielen. Den packe ich wahrscheinlich irgendwann in der SBC. Ja, naja. Das war's mit dem Video, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Ich hoffe, ihr hattet mehr Pack-Luck. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Haut rein und ciao. Thank you.